Und damit willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen Folge in Borderlands 3. Neben Mission haben wir jetzt abgehakt. Jetzt können wir mit Lilith mal sprechen. Wie ist Promethea so? Ein Dschungel aus Beton und Neon. Atlas liegt in den letzten Zügen. Wir werden Rhys helfen, wenn wir können, aber erstmal müssen wir nach Athenas. Ich habe da eine Freundin, mal sehen, was sie weiß. Claptrap, verschlüsselte Nachricht an Athenas. Rufzeichen Saphir. Und Kommunikation still! Schlechter Zeitpunkt? Ja, irgendwie schon. Du meldest dich sicher aus dem gleichen Grund, aus dem Maliborn unser Kloster zerstampft. Also ich habe es nicht, weiß aber, wo es ist. Hey, kommt schnell her, sonst verpasst ihr den ganzen Spaß. Und mit Spaß meine ich, von Firmenmördertrupps plattgewalzt zu werden. Maya, sie kommt klar, bis wir da sind. Sie ist eine Sirene und ein Badass, wie er im Buche steht. Vielleicht bringen wir sie ja dazu, uns beizutreten. Wäre hilfreich, noch eine Sirene an Bord zu haben. Neben dir, Lilith. Dich habe ich mitgerechnet. Oh, mehr Ladies auf Admiral Claptrap's Traumschiff. Und alle blicken auf Claptrap. Booyah! Kurs auf Athenas setzen, Kammerjäger. Die gucken einfach nur den an und denken sich ihren Teil. So, ach, wir haben ja hier auch noch eine Nebenmission. Ich verstehe deinen Schmerz, kleiner Freund. Ich helfe dir. Ja, ich werde größer und krasser sein als je zuvor. Aber das ist eine wichtige modische Entscheidung. Ich brauche Auswahl an Antennenersatz. Auswahl, sag ich. Geh! Auch wenn es sehr wichtig ist, dass ich eine neue Antenne bekomme, kannst du diese Mission nebenher erledigen. Und vielleicht suchst du dir dafür ein Fahrzeug. Ich habe gehört, du hast auf Promethea ein paar Verbündete beschafft. Tja, manche Leute ziehen das magisch an. Freunde, Verbündete, Gratulationen. Ich gehöre nicht dazu und werde es auch nie. Die Crimson Raiders bringen den Kampf nach Promethea. Roland wäre stolz. Mir gehen die Spritzen aus. Die blöden Primatenbewohner dieses Schiffs scheinen meine Spritzen zu stehlen, um sie... für was auch immer zu nutzen. Ich habe keine mehr und brauche sie zurück. Oh. Nun, das hier spricht für sich. Claptrap braucht einen ordentlichen Tritt, aber das gilt für so viele Dinge. Die Crimson Raiders bringen den Kampf nach Promethea. Roland wäre stolz. Jederzeit selbst zerstören und uns beide umbringen kann, ja? Ja? Soll das ein Witz sein? Ja, war einer. Aber beeil dich etwas mit dem Töten, ja? Oh, da hängt noch. Da hing gerade was. Hast du das denn gegessen? Das ist Salat und es ist handsome, Baby!
töte mich nicht! Sorry! Hi! Hey, Schätzchen! Ich hätte da was für dich. Vorausgesetzt, du hast exhibitionistische Tendenzen. Die ganze Wahrheit? Wir waren mal ein Paar. Anschließend hat er sich den Kindern der Kammer angeschlossen. Ein Kult aus hirnlosen Anhängern hat Killerwald angezogen wie das Licht die Motten. Wie kommst du mit dem Job zurecht? Mir völlig egal, wer angefangen hat. Ich werde es beenden. Wenn wir einen Hyperion-Konstrukteur beauftragen und mich aus dieser Waffe rausholen, hä? Ich geb dir... Ich habe keine Brieftasche dabei. Okay, weißt du was? Lassen wir es erstmal. Oder schreib... So, Orbit. Okay. Dahin müssen wir hin, also hier raus, links rum. Gehen wir hier hin. Ja, raus und dann links rum. Ich suche halt eben gerne alles ab, ne? Gut. Ein Kammerjäger? Was hast du hier drin zu suchen? Der kleine Roboter faselte was von deinem verlorenen Zeug. Echt jetzt? Ich habe diese Anfrage vor 7 Jahren gestellt. Damals hatte ich noch ein respektables Geschäft, nicht diesen Müllhaufen, den du jetzt siehst. Aber ich bin froh, dass du da bist. Ich will diesen armen Kriegsopfern helfen, aber hey, uns gehen die Medikamente aus. Wir brauchen Hexapriazin, Skatöl, Melody Nax und Hemo Packs. Finde das Zeug für mich, ja? Ich bin viel mehr als nur ein Doktor der Medizin. Meinen Bachelor habe ich in Kampfverletzungen gemacht, aber meinen Master im Primen. Hä? Haben wir das jetzt entdeckt?
Ach, Mist! Ich hab vergessen, dir ein Mixtape zu geben. Willst du eins? Nein. Ja, verstehe ich vollkommen. Du konzentrierst dich auf deinen Flow. Ich geb's dir später. So, wo müssen wir hin? Also da schon mal nicht. Da hinten unten. Das ist auch unten. Und das sieht aus wie oben. Willkommen zurück, mein Mädchen. Ich wollte das Fahrzeug klauen. Für die Jagd wiedergeboren. Schwarzmarkthändler. Ich wette meinen Arsch darauf, dass er die Medikamente geklaut hat. Und er ist ein Weichei. Bedroh ihn einfach, dann gibt er sie raus. Ich habe hier Medikamente und die verkaufe ich gern für einen fairen Preis. Ich muss meine Familie ernähren, verstehst du? Bitte schieß nicht. Es gab hier schon genug Blutvergießen. Gib mir einfach die Kohle und der Deal ist gebongt. Ja, rührselige Geschichten. Ich habe zum Beispiel Patienten, die mich brauchen und ich brauche Medikamente. Jetzt bedroh ihn einfach und gut ist's. Du hast keinen Schimmer, wie es hier unten zugeht. Die Leute haben tagelang nichts zu beißen. Ein Albtraum. Okay, ich kann dir dafür bezahlen. Kann ich nicht. Wir haben kein Geld. Ganz ruhig. Gewalt ist doch keine Lösung. Wenn du mir die Medikamente nicht gibst, muss ich dich einschüchtern. Willst du das wirklich? Wow. Okay. Nimm sie. Sie gehören dir. Tu mir nur nicht weh. Der Würde ist wahrscheinlich, weil es ein Bonus Ding ist. So muss das aussehen. Der hat sich vor Angst fast in die Hose gemacht. Weil es so ein Bonusinhalt ist, würde es wahrscheinlich dann... Du hast einen guten Geschmack. Das muss ich dir lassen. Etwas mehr AP wahrscheinlich geben. Hm.
haben was von meinen Medikamenten geklaut. Finde sie und jag ihre Karre hoch. Heute kam so ein Dip in meinen Laden. Reese Strongfork. Und stellte sich als neuer Boss von Atlas vor, der arme Trottel. Er bot mir an, bei ihm einzusteigen. Wobei denn, fragte ich. Einem Haufen Schrott? Einer aufgelösten Armee? Einem angeschlagenen Konzern? Ich habe ihm gesagt, dass sein Geschäftssinn noch mieser ist als sein Modegeschmack. Und der Kerl hatte seine Krawatte in der Hose stecken. Er schlich sich davon, wie all die anderen Mächte gern Schnellverdiener. Der Kerl hält nicht ein Geschäftsquartal durch. Merkt euch Markus' Worte. Ach Mist, sie entkommen! Hinterher! Komm her, Mädchen! Ach, das sind die, ne? Ah, das Auto klar. Ja, das hat gesessen! Jetzt schnapp dir die Medikamente und verschwinde von da! Schnute, hier ist Maxi. Ich habe einen Auftrag für dich. Die Calypso-Zwillinge lieben Aufmerksamkeit. Klauen wir sie ihnen, indem wir ihre Funktürme übernehmen. Diese Typen stellen eine verdammt heiße Show für alle Kinder der Kammer da draußen zusammen. Danke, dass du den Turm bekehrt hast, Zuckerschnute. Das sollte den Calypsos nicht gefallen. Hey, Babys, wie steht's denn so in den Borderlands? Sind halt cool. Immer schön weiterkämpfen, Baby. Nein. Was hast du denn da erschnüffelt? Hier hoch, oder? Oh, super. Und da ist noch eine Kiste.
8, Level 10. Macht sogar mehr Schaden. Waffenschildkapazität. Zielgenauigkeit 73%. Tactical, ne? Und dann müssen wir... Geil. Das ist cool. Der uns schicke Nerd-Technologie schuldet. Schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Finde raus, ob er noch lebt, ja? Tot oder lebendig, ich brauche auf jeden Fall die Digistruck-Pläne für dieses Knockhack-Ding, an dem er gearbeitet hat. Diese kleinen Bastarde könnten uns echt weiterhelfen. Keine Granaten mehr. Lass das Blut fließen. Dickeres.
zu, Pistole. Deiner Gregor-Granate. Deine Projektilpeile markiert die Kleine auch zu meinem Namen. Cool. Feuerrate erhöht durch den zweiten Lauf. Hat aber weniger Schaden, ne? Schaden 16, 15. 35, Level 10, Level 9, Level 10. Ich hab mich schon gefragt, wo ich die hin habe. So. Jo, das sind alle Medikamente. Wir brauchen noch einen Helm und Falk, aber das kriegen wir schon hin. Komm wieder. Ich weiß, was du denkst. Wieso macht dieser Doktor einen auf Rapper? Aber hör zu. Die Wirkung von Medizin lässt nach, aber meine Texte heilen die Seele. Lass mich einfach ein paar Zeilen für dich rappen. Heilen geht mir von der Hand, das reim ich aus dem Stand. Du hörst schon ganz gespannt. Halt endlich deinen Rand, ich verliere den Verstand und klatsch dich an die Wand. Alles klar, weiß ich ja, was er vorhat. Er will uns auseinandernehmen. Gehe ich mal davon aus. Wenn nicht, dann ist auch gut. So, dann haben wir das. Für einen Kampf? Das sieht aus, als bräuchten wir immer noch Hämoglobin. Hämoglobin beim Arzttermin ist übrigens der Titelsong auf meinem Mixtape. Du wolltest doch eins haben, oder? Nein, immer noch nicht. Okay, scheiß drauf. Ich spende selbst was. Schnapp dir das Hämopack und hilf mir mal. Okay, und jetzt ganz vorsichtig. Benutzt das Hämopack an meinem Arm, okay? Ja, okay, das genügt. Es tut mir leid. Okay, danke, glaube ich. Wenigstens ist dadurch mein Ansehen gestiegen. Vielleicht hole ich mir einen dieser Roboterarme von Atlas. Aber hey, mach dir keine Sorgen wegen mir, ich pack das schon.
Und dank dir meine Patienten ebenso. Mount Schuler kann endlich was gegen Krankheiten und Verletzungen tun. Das ist übrigens die letzte Chance, an das Mixtape zu kommen. Nicht? Schade. Schade. Deine Familie. Das ist wahrscheinlich noch nicht frei. Suche nach Quinn. Machen wir das doch. Gefällst du mir besser?
verschwindet, ihr Marleywon-Mistkerle! Ich hab kein Problem damit, ewig hier drin hocken zu bleiben. Samt der ganzen Red-Scheiße oder was immer das hier ist. Quinn, Lorelei hat mir gesagt, ich soll dich am Leben halten. Lorelei? Oh ja, die Atlas-Lady. Mit den Waffen und den Haaren. Okay, ich komme raus. Ja, ja. Ich habe Lorelei eine unglaubliche Waffe versprochen, die nur ich, ein echtes Genie, bauen kann. Eine Nog-Heck-Granate. Deswegen ist Marleywon hinter mir her. Und jetzt, hier entlang, bitte. Ich muss nur noch ein paar Tests an meinen Nogs durchführen und die Nog-Heck-Granate ist so gut wie fertig. Was? Wo sind meine Nogs? Sie müssen während des Kampfes entkommen sein. Wenn ich meine Waffe vollenden will, brauche ich sie. Zum Glück habe ich einen Plan B. Aber ich brauche deine Hilfe. Ich digistructe ein einzigartiges Fahrzeug in der Nähe. Schnapp es dir!
Okay. Jetzt muss ich nur noch die Feinderkennungssysteme der Nox umprogrammieren, damit sie Maliwon-Gegner angreifen statt uns. Ich bereite jetzt das Nox-Liefersystem vor. Zeit, die Wetten abzuschließen, Kampfels! Macht euch bereit! Ach ja, hört zu. Ich habe bestimmt nicht umprogrammierte Nox in Arenen gegeneinander kämpfen lassen, damit die Anwohner auf sie wetten können. Echt nicht. Drückt den Knopf da, um den ersten Nogador in den Ring zu rufen. Ich nenne ihn El Fuego. Ein Nog verstärkt mit der Macht des Feuers. Alle lieben doch Feuer. Oh, das sollte nicht passieren. Die Spezialverbesserung hatte wohl eine Fehlfunktion. Aber okay, wir haben noch zwei. Ruf den nächsten herein. Den hier nenne ich den Konduktor. So stark wie ein tobendes Blitzgewitter. Oh je, das hat wohl auch nicht geklappt. Aber ich krieg das hin. Gib mir nur eine Sekunde. Diesmal ganz ohne Schnickschnack. Okay, ruf den letzten herein. Ich nenne ihn Nogador Maximo. Hoffentlich verlieren wir den nicht auch noch. Ich überprüfe die Systeme. Diesmal hat der Hack einwandfrei funktioniert. Der Nog wird jetzt seine eigenen Verbündeten angreifen. Und gerade rechtzeitig. Das ist der Annäherungsalarm. Maliwon ist wieder hinter mir her. Halte sie auf, während ich Lorelei die Waffenbaupläne sende. Lorelei, ich schicke dir jetzt die Digistruct-Baupläne. Quinn, schön von dir zu hören. Die Daten treffen ein. Datenübertragung läuft. Halte sie auf. Melde mich auf! Zug an. Es ist Zeit zu kämpfen.
Lorelei, der Bauplan für diese Nob-Heckgranate gehört dir. Ich hab alles. Danke, Quinn. Wir schulden dir was. Ja. Ja, das tut ihr. Kammerjäger. Nimm eine dieser Granatenmods als Zeichen meiner... Dankbarkeit, weil du mir das Leben gerettet hast. Wenn du damit Nox hackst, werden sie deine Nogador-Verbündeten. Es scheint, als wären wir hier fertig und meine belegbare Genialität steht außer Frage. Ich für meinen Teil werde meine Nog-Umprogrammierung fortsetzen. Die Einheimischen brauchen schließlich was zum Wetten. ich meinte für die Kriegsunterfangen oder so. Bitte geh jetzt. So. Schauen wir mal, was wir noch mal gekriegt. So. Warum kann ich da jetzt nicht hin? Ich habe mich schon gefragt, wo ich die hin habe. Station. Lass dich von der Jagd mitreißen. Mm-hmm.
Jetzt geht's.